Hey Leute, hier sind Robner und der Benny von den Two Epic Buddies und heute geht's über das Thema, was an Black Ops 3 scheiße ist. Aber bevor wir damit anfangen, denkt nicht, dass wir Black Ops 3 irgendwie komplett scheiße finden oder irgendwie ansatzweise scheiße. Es ist in jedem Spiel so, dass irgendwas abfuckt. Wie zum Beispiel in Black Ops 2 hat viele bestimmt ein C4 abgefuckt oder ein LMG-Zielsucher und über das genau reden wir heute. Und ich würde sagen, Benny, starte gleich mal, was ihn so abfuckt. Genau, man muss echt dazu sagen, Black Ops 3, ohne Witz, keiner von uns hätte es gedacht, dass das Spiel so geil werden wird und es macht uns so mega viel Spaß. Es gibt leider ein paar Sachen, die sind ein bisschen belastend. Zum Beispiel, wir haben es letztens mal angesprochen, die Killstreaks sind leider richtig kacke schlecht, einfach so. Ich erinnere mich gerne an die geilen Black Ops 2 Zeiten, wo du einfach mit Loadstar, Vitol einfach alles gefickt hast, 100 plus Gameplay easy rausgehauen hast, sag ich mal. Aber leider in Black Ops 3 so, keine Ahnung, dieses Mothership ist so grottenschlecht einfach. Du bist auf den Gegner drauf und wirklich, da geht nichts rein. Da geht einfach nichts rein in die Gegner. Die gehen einfach nicht down und auch die ganzen anderen hohen Streaks da. Ich weiß nicht, diese KR-Einheit, wie das heißt. Du brauchst, glaube ich, 1600 Punkte für das Ding. Okay, das macht 5 Kills oder 4 Kills, aber das war's dann auch wieder. Finde ich persönlich richtig schade. Da hätte wirklich einfach mehr BAM einfach. Das hätte einfach reinballern müssen, das Ganze. Aber das ist eine Sache, die scheiße ist in Black Ops 3. Das Geile ist ja, die Leute gern alles instant. Es ist egal, was es ist. Wenn es eine Drohne ist, eine Counter-Drohne, ein V-Set oder ein Geist. Es ist alles sofort down. Zumindest ist das am PC so. Da geht wirklich jeder auf die ganzen Streaks. Das heißt, wenn ihr eine Drohne habt, ist die maximal 10 Sekunden oben und dann ist sie down. Wenn es V-Set ist, habt ihr mal Glück, weil da brauchen die 4 Schüsse oder so. Und dann ist sie dann mal 20 Sekunden oben, die Killstreak. Und ja, das ist was richtig belastend ist, dass einfach alle Leute geiern, weil die alle einen Raketenwerfer dabei haben. Und kann man sagen, die sind ein bisschen zu stark, weil alles wirklich One-Hit-Instant-Down ist. Ja, und da gibt es sogar so Leute, die stehen 2 zu 40, sind aber Bester im Team, weil die einfach alles gern. Die haben keine 8000 Punkte mit 2 zu 40 Stats, weil die einfach wirklich alles runtergern vom Himmel. Ich hatte vorhin wieder einen in der Lobby, der hat nach der Runde geschrieben, meine beste Runde ever, konnte 20 Streaks gern. What the fuck geht ab bei den Leuten? Ohne Witz, das ist kein Scherz. Ich weiß nicht, wie es auf den Konsolen aussieht, aber es gibt echt so Leute, die spielen only Raketenwerfer und gern only Streaks. Die killen nicht mal Gegner, sondern keine Ahnung, das ist richtig kacke belastend einfach. Und es ist auch egal, welche Streaks du hast, wenn du einen Cerberus runterhaust, two shot down einfach, du machst keinen scheiß Kill damit. Ich glaube, wir hatten sogar mal einen in einem Gegnerteam, die haben wir so übelst zerstört mit Streaks und dann hatte der erste 0 Kills. Weil er einfach so viele Streaks gegeiert hat, dass er so viele Punkte hat, dass er Erster wurde. Richtig seltsam, aber naja, was soll's. Was noch ein bisschen Abfuck ist, aber was auch gleichzeitig geil ist, muss man sagen, sind die Spezialisten. Ist ein geiles Feature, aber sie fucken auch mal ab, wenn du auf Streak bist und der Typ im Gegnerteam erreicht natürlich irgendwann mal seine Gravity Spikes, aka Fischstäbchen, wie sie Benny genannt hat, und dann kann er dich holen. Es ist nun mal so, das ist halt der Teil, der abfuckt, weil sie die Streaks oder die Spezialisten sowieso bekommen werden. Das kann man nicht verhindern. Auch beim gestrigen Top 5, so, da gab es einen Typen, der stand 3 zu 20, glaube ich, und macht mit den Gravity Spikes einen 6-Mann-Feed. Alles klar, so. Das ist einfach teilweise, muss man sagen, unverdient, weil so ein Spieler wird niemals auf einmal so viele Kills machen. Und das sind einfach teilweise Leute, die können dich eigentlich nicht killen, weil sie so scheiße sind. Jetzt nichts gegen den, der gestern uns was eingesendet hat, mega korrekt von dir. Aber, dass der einfach mal so ein 6-Mann-Feed raushaut. Dann glaube ich sogar 7, oder? Oder 7-Mann-Feed, egal. Aber es war einfach, das ist was richtig abfuckt. Oder auch dieser Flammenwerfer. Da kannst du eine coole Story dazu erzählen, was da so immer passiert auf dem PC. Also, Nuketown, bestes Beispiel. Was macht man, wenn man einen Flammenwerfer-Typ hat? Natürlich braucht man mehr Feuer. Man packt noch die Thermitgranate ein. Und was fuckt noch? Aber genau, Shotgun, Haymaker. Packt man alles in eine Klasse und man ist ready für Nuketown. Einfach mal mit Shotgun durchlaufen, wenn man Herrschaft spielt oder Stellung. Einfach in die Stellung oder in den Herrschaftspunkt die Thermitgranaten reinwerfen, damit die
Gegner abgefuckt sind. Die Termiten töten sowieso selten jemanden, aber Hauptsache es ist so ähnlich wie EMP, dass dann das Bild ein bisschen verschwommen ist und so ein Shit. So, dass es einfach nur abfuckt. Mit der Haymaker hat man natürlich 20 Schuss im Magazin mit Magazinerweiterung. Spray drum wie ein Behinderter, man schießt nur aus der Hüfte, das ist das Nächste. Und dann erreicht man irgendwann mal den Flammenwerfer, mit dem man auch nur rumsprayen muss aus der Hüfte. Und dann macht man Kills ohne Ende. Ja, du musst nur eine Millisekunde auf den Gegner drauf sein und der Gegner geht einfach down so. Keine Ahnung, richtig belastet. Du kannst ihn zwar töten, aber wenn du dich einmal kurz verbrannt hast, erledigt das Ding. Du bist einfach down, du verbrennst einfach. So, und das ist wirklich so eine Sache, die fuckt so hart ab. Ohne Witz, generell auch Shotguns so, das... Wir haben selbst richtig hart die Gegner schon abgefuckt mit Shotguns, weil wir das Ganze auch auf Gold und Diamant spielen wollen. Aber das ist einfach räudig. Das muss man sagen, das ist richtig räudig, so Shotgun One-Shot down einfach oder Haymaker. So, da machst du nix. Das ist echt was, das fuckt ab. Das gab es natürlich auch in Black Ops 2 schon, aber ja, fuckt natürlich auch in Black Ops 3 wieder ab. Ja, und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, und zwar mit der Haymaker wird zwar viel rumgesprayt, aber es ist nicht so, als wäre es nur die Haymaker. Es wird richtig viel aus der Hüfte geschossen, so wie in CSGO halt, aber nur, dass in Theorie man halt anvisieren kann, ihr wisst Bescheid. Das wissen aber viele anscheinend nicht, weil die wirklich 24/7 aus der Hüfte schießen. Ja, das hat mich echt hart gewundert, weil die Waffen eigentlich auch relativ präzise aus der Hüfte sind. Was vielleicht ein bisschen ein Nachteil ist, weil die Leute, die gerne Aim und irgendwie Aim haben, nenne ich das mal, die verlieren halt den Gunfight, weil der Typ gegenüber von dir einfach das übelste Spray-Lag hat und dir einfach aus der Hüfte gibt. Ja, ich liebe es, wenn ich in der Killcam sehe, dass der Gegner mit VMP-Lasermarkierer spielt. Und wenn ich einmal aus der Hüfte spray, ich schieße ein ganzes Magazin auf den Gegner, es connectet nicht eine Kugel. Ich gucke mir die Killcam an, wenn ich gestorben bin, wo ich perfekt geaimt habe, guckt mir die Killcam an, was sehe ich da drin? Der Gegner trifft die ersten drei Schüsse beim aus der Hüfte Sprint. Zwei gehen in den Körper, einer in den Kopf. Ich bin einfach down. Alles klar. Seems legit so. Das ist einfach lächerlich. Wirklich. Immer 90% der Killcams. Der Gegner hat mich aus der Hüfte weggesprayt. Belastend. Das letzte, was noch ein bisschen abfuckt, was ich noch so habe, wäre die Autosniper. Das ist eine Sniper, die kann von mir aus wirklich gut sein, kann wirklich viel schießen, aber kein Visier wie eine LV-Visier, denkst du, drauf geben kann. Das ist so unnötig, weil die Sniper schon so gut ist, die Autosniper in dem Spiel, und dann noch ein Visier drauf geben, was Sturmgewehre so richtig drauf haben. So, das LV-Visier ist so ziemlich das beste Visier, was es gibt in dem Spiel, wenn man da wirklich alles frei hat und nur in der Mitte den Rotpunkt. Und das ist auf einer Sniper einfach so übelst OP. Und dann ist es eine Autosniper. Dann kannst du das spielen wie eine Scheibe oder Schieber, wie auch immer man die nennt. Und ist aber besser wie eine Scheibe oder Schieber. Keine Ahnung. Ja, und der fuckt so ab. Da zocken immer 10 Leute mit der Sniper. Von 6 Leuten, ihr wisst Bescheid. Ja, und es ist dann echt töten so. Die dich einfach immer und immer wieder mit der scheiß Sniper. Ja, und du kannst halt nichts dagegen machen, weißt du, keine Ahnung, egal welche Stelle der Map, du guckst irgendwo raus, um zu gucken, wo die Gegner sind, dann kennt da irgendeiner mit der Autosniper, down, du machst nichts dagegen, so. Das ist einfach so Waffen, die mit Two-Shot killen, oder die kann dir One-Shot, Headshot auch geben. Du kannst nichts dagegen tun, weil du einfach so schnell stirbst und du hast nur dieses tick, 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 und du bist einfach tot. Das finde ich auch richtig belastend. Ja. Ja, das war's so ziemlich. Ich meine, jetzt am Ende nochmal so gesagt, Leute, wir finden Black Ops 3 übelst geil. Wir wollten einfach mal drüber reden, was ein bisschen abfuckt. Das ist in jedem Spiel so, dass irgendwas abfuckt. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das Video heute mal so, reden drüber. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was euch an dem Game so abfuckt, ob es irgendwelche Waffen sind, irgendwelche Spezialisten wie die Fischstäbchen zum Beispiel. Und ja. Ja Leute, obwohl es mal wieder ein paar Krankheiten gibt in Black Ops 3, die es in allen Call of Duties gibt, das Game ist mega geil und trotz dieser paar Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, die uns abfuckt, sowas gibt es natürlich zum Glück nicht in jeder Lobby, aber das sind Sachen, die wir kacke finden, aber trotzdem, Game ist bombastisch geil, macht hammer viel Spaß, schreibt eure Meinung mal in die Kommentare und ja, ansonsten, hab noch. Ich hab nichts mehr. Like-Button abspritzen nicht vergessen. Und morgen gibt's ein Special-Video. Also nicht vergessen, um 14 Uhr wird das online kommen. Seid gespannt drauf. Und ich würde sagen, wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.